Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia und mit dem lieben Mr. Nandos, dem Let's Play Opa. Ja, so, ja, wir haben so einige Sachen natürlich noch, die wir erledigen müssen. Da hat er schon letztens schon gesprochen, hier wird gerade die Schatzkammer gebaut. Hier wird ganz viel Holz abgeholzt und so weiter und so fort. Das sieht ganz gut aus. Wie sieht es hier mit den Leuten aus? Habe ich da schon die Möglichkeit? Nein, da habe ich noch keine Leute rekrutiert, glaube ich. Moment mal eben. Da fällt mir was ein. Ich habe doch diese Garnison. Habe ich die noch? Moment, das ist ein Wohnhaus von uns. Das ist ein Steinmetz. Ich bin etwas irritiert im Augenblick. Wo ist denn die Garnison? Oder bin ich... Ich bin wieder falsch. Im falschen Film, wenn man so will. Hier habe ich nämlich noch 12 Draufgänger rum existieren und 3 Soldaten. Die 3 Soldaten würde ich da mal abziehen wollen. So. Die können dann anderweitig eingesetzt werden. Auch hier, die Leute müssen nicht unbedingt da sein. Die Draufgänger. Die sind gut für Werwölfe. Die würde ich auch erstmal ganz gerne da lassen. Und entsprechend weiter vielleicht aufstocken. Ja, auf 15. Gucken wir mal. So, hier habe ich ebenfalls, da sind 10 Draufgänger. Das ist cool. Leute, die man dringend braucht, für den Fall, dass es weiteren Ärger gibt mit irgendwelchen Werwölfen. Ja, das weiß man immer nie, was da so auf einen zukommen kann. So, wie sieht es hier mit dem aus? Der hat Kupfer und ein bisschen Kohle, ansonsten hat er nichts. Da muss ich mal schauen, was ich mit dem mache. So, ich muss erstmal wieder mal ein bisschen Übersicht verschaffen. Hier sind es mittlerweile 9 Waldläufer von 10. Ständig irgendwie mit noch Schemen. Ach, die meisten machen mir hier Schemen Ärger. Das ist gar nicht gut. Ja, man dient mir nicht ja gewöhnt, aber Schemen. Die haben mir jetzt meine Leute da verscheucht. Ja. Ich brauche hier dringend Holzfäller und dann machen die Schemen, die machen hier Ärger. Ja, das sind wieder die Banditen. Ach, aber die drin ist ja auch rum. Naja, das geht so nicht weiter. Ich muss dringend die Schemen ausfindig machen. Die sind irgendwo hier ganz weit versteckt, sind die. Und tauchen immer mal wieder auf und erschrecken meine Leute. Ja, Banditen habe ich ja, wie gesagt, ja auch noch irgendwo in der näheren Umgebung rum existieren. Die waren hier. Ja gut, das ist schon noch ein Stückchen. Das ist schon noch ein Stückchen. Da komme ich so ohne weiteres jetzt nicht hin. Oha. Ganz viele Diebe, die hier auf einmal auftauchen. Und von meinen Leuten zum Teil begrüßt werden. Das ist aber ein ganz böser. So. Das hat es ihn aber auch erledigt. Ja, so kann es gehen. Das war ich hier schon ganz froh, dass ich da wieder auf 9 Leute hoch war. Es sind nur noch 3. Ja. Das mit den Waldläufern, da habe ich gar keine mehr von. Ich brauche 17 Waldläufer. Okay. 17 Waldläufer. Was habe ich hier? 10 Wachen. Und da sind 7. Gut, ich gucke erstmal nach den Waldläufern. Kann ich die 17? Das ist nicht gerade wenig. Wir machen mal so 20. Okay. Die Schneiderei.
14 leichte Rüstungen habe ich noch. Ich hatte Rucksack im Auftrag gegeben, die sind auch gemacht worden. Ja, kann jetzt nochmal so 10 leichte Rüstungen machen. Dann habe ich hier irgendwo eine Holzwerkstatt. Mach du bitte mal so 10 Fackeln. Was mit der anderen Holzwerkstatt? Okay, die soll mal so 5 hölzerne Zahnräder machen, so auf Verdacht. Und dann hier mal so 20 Holzsperre. Mit Feuer hat sie Fackeln gemacht, aber egal, jetzt müssen die auch mal mit anderen Dingen mal beschäftigen. Nicht immer das Gleiche machen, dann rostet man ein. So. Hier ist die eine Schatzkammer, die andere ist, glaube ich, noch im Bau. Ne? Nee, die ist schon fertig. Aha. Okay. Ah, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Die wird gerade fertiggestellt. So. Das ist ganz gut. Dann hoffe ich mal, dass das mit dem Kupfer noch ein bisschen was bringt. Das wäre schön. Muss noch gucken, dass die Münzwerkstatt weiterhin genügend Kupfer bekommt. Auch das sollte nicht das Problem sein. Ich denke, das kriegen wir hin. Wieso hört er auf? Warum ist da jetzt 97? Ja, doch, er macht weiter. Na, komm, den 1% schaffst du noch. Sehr gut. Ja, und da wird auch schon Kupfer geliefert. Das ist sehr gut. Es ist auf dem Weg, ist noch nicht da. Aber es wird. So. Gut. 17 Waldläufer, da habe ich mich drum gekümmert. Ja, wie sieht es hier mit den Soldaten aus? Das sieht sehr gut aus mittlerweile. 10, ich mache mal direkt 15. Entsprechendes Material haben wir da. Machen wir erstmal so 15 Soldaten. Und dann Wachturm technisch. Was habe ich da? Achso, das sind die Waldläufer. Hier habe ich meine Soldaten. Da habe ich. Ich wachen aber gar nicht mal so viele. Da brauche ich wenigstens 4. Und hier auch. Mach zusammen 8. 8 Wachen. Kriege ich die irgendwie hin? Habe ich da entsprechende. Ja, habe ich. Dann machen wir direkt 10. Oder vielleicht sogar 20. Naja, machen wir, sagen wir mal 15. 15. Dann brauchen wir nicht so. Ja, da fehlt mir nämlich so ein bisschen das Material für. Aber 15 sollten wir hinkriegen. So. Ja, es ist immer noch nicht so ganz einfach. Gut. Da hat man angefangen mit dem Holzschlagen. Das ist schön. Oh. Oh. Wir haben das schon geschafft. Das ist sehr schön. Die Glücksschmiede ist also mit den Vorräten entsprechend versorgt. Okay. Leuchtfeuer muss noch gemacht werden. Schade, dass ich das hier nicht mehr auftauche. Liefere Waren. Was wollen die haben? 40 Leder. Oha. Okay, was haben wir hier? Beeindrucke mit der Zahl deiner Marktgebäude. Ja, da kann ich noch nicht mit so ein paar Marktstände habe ich aber. Sieben haben wir insgesamt. 16. Kurz, also 7 habe ich, 16 bräuchte ich. Oho, okay. Ja, liefere Waren. Ach, die wollen da, wollen die von nebenan, die wollen dann auch noch Silbermünzen haben. 15 Stück. Brauche ich eigentlich selber. Wilde Bauarbeiter aus. Das ist, oh, da habe ich mit einigen Sachen bin ich hier noch ein bisschen so im Hintertreffen. Wie viel will er haben? 172 Hammer. Ja. Ja, so nach und nach, ne? Bauarbeiter. Ich glaube, das ist alles, was darunter fällt. Ich mach mal erstmal so, was ist er hier? Baustellenträger, was habe ich hier? Alles ist eins, glaube ich, kein Bauarbeiter, aber hier die anderen alle. Wir machen erstmal so ganz vorsichtig.
in dieser Richtung was. Da habe ich Rucksäcke, das müsste gehen. Schaufeln habe ich auf jeden Fall. Hämmer geht. Ich bräuchte noch Rucksäcke und Hämmer. Da habe ich nicht genügend. Ist ja ein Hammer. Das ist die Waffenschmiede, die im Augenblick nichts zu tun hat. Moment. Holzwerkstatt. Hammer. Achso, ich tue mich mal. Werkzeugschmiede, die ist hier unten, ne? Genau. Mit Hämmern ist er noch beschäftigt. Ja, mach doch mal so 10. Egal. Hämmer. Ach so. Ja. Dann soll er 12 machen und kommen auf 20. Schaufeln. Mach mal eine Schaufel, dann sind wir drauf. 10. Was war andere Rucksäcke, ne? Da haben wir 7 Stück von. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte erstmal hingehen und noch mal so ein paar leichte Rüstungen herstellen, bevor ich mich auf andere Sachen stürze. Abenteuergildes Rekrutierung abgeschlossen, das kann ich gar nicht glauben. Okay, ich mach mal nochmal 5. Und von wegen Fackeln, irgendjemand hat dich mit Fackeln beauftragt. Abenteuergilde. Hauswerkstatt ist mit den Fackeln fertig. Eine macht er noch. Und dann schauen wir mal weiter. So, da ist die Rekrutierung auch abgeschlossen. Wir sind jetzt hier auf 88. Was habe ich denn noch? Schaufeln. Habe ich noch genügend Schaufeln? Weitere 5 sollten machbar sein. Hämmer geht auch. Und da haben wir auch noch 5. Gut. Und danach müssen wir gucken. So. Da bin ich auf 10. Sehr gut. Hier bin ich auch auf 10. Das ist erfreulich. Da habe ich 10 von. Hier sind 2 plus 1, da brauchen wir noch ein bisschen. Wachturm, Soldaten, insgesamt 10, cool. Achso, Moment, das ist verkehrt. Die beiden, achso, hier ist der andere. Das ist gar nicht meiner. Ich kenne nicht meine. Achso, ich hatte ja nur noch die 10 Soldaten, ne? So war das, genau. Okay. Was ist wieder los? Markiert irgendwelche Diebe, die uns schon wieder besuchen möchten. Kaum sind meine Leute hier, ne, entsprechend auf Maximum, da kommen da wieder Diebe. Und machen sich unbeliebt. Ja. Ich muss unbedingt die Diebe ausfindig machen. Das geht so nicht weiter. Entdecker. Habe ich noch entsprechende Entdecker übrig? Muss man so ausdrücken. Weiß ich, habe hier irgendwo Entdecker, das ist richtig. Hier ist noch ein Wachturm, der nicht mehr benötigt wird, sehe ich gerade. Dann würde ich den einreißen. Die Leute kann ich anderweitig benutzen. Ja. Also gebrauchen, benutzen, hört sich immer so schlimm an. Gebrauchen. Du wirst von Dieben angeboten. Hier haben wir ein Diebeslager. Okay. Alles klar. Sehr schön. Dass die sind, die immer zu Besuch gekommen sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es ist zumindest schon mal eins, was ich jetzt entdeckt habe. Kann ich mir den
die Geschichte mit den Entdecker jetzt erstmal sparen und das dann später machen. Moment mal eben. Kriege ich hier einen weiteren Wachturm hin? Theoretisch ja. Das ist aber auch nicht so ganz dölle. So, hier würde ich einen Wachturm hinkriegen. Diebe. Waldläufer. Achso, jetzt muss ich erstmal hier runtersetzen. 10 an der Zahl. Huch! Gegnerisches Lager zerstört? Oh! Oh! Oh, ich bin 2 Diebe los. Moment. Dann würde ich den Bau hier erstmal wieder zurückziehen. Gerät durch Schemen in Panik. Okay. Nicht gut. Diesen greifen an, ja, das ist immer noch das gleiche Lied. Gut, da habe ich die Banditen in der Ecke. Hier habe ich vermehrt Ärger mit Schemen, die irgendwo da hinten sind. Die müsste ich ausfindig machen. Und da brauche ich einen Entdecker in diese Richtung. So, da haben wir die Waffenschmiede. Hier habe ich die Entdecker. Dann passt das noch oder ist das zu weit? Ich schicke die mal hier so in die Ecke. Ansonsten müsste ich halt die umsiedeln, dass die sich dann hier, ne, also hier ihren Turm haben. Dann würde ich den Turm da in der Ecke da vielleicht wegnehmen. Schauen wir mal. Aber sehr schön, dass die Diebe da so schnell auf Fall jetzt sich das Problem dann erstmal erledigt hat. Ich habe hier Kupfer und ein bisschen Kohle. Und das Gebiet gehört uns auch schon. Da ist wieder Stein. Ja, Moment mal, Bergbau. Kohletagebau, den setze ich mal hier hin. So. Und einen Weg dorthin. Das geht nicht. Aber das geht. So, naja, immerhin. Kohle. Und da ist wieder ganz viel Stein. Aber hier ist Kohle. Oh, sehr gut. Kupfer. Eisenerz. Meine Frage, komme ich da ran? Hier sehe ich so einen Grenzverlauf, aber bin mir gar nicht so sicher. Weil das ist unser Gebiet, so, ne? Man sieht es da unten in der Karte hier, ne? Kann man ganz gut sehen. Aber dürfen die da ran? Wie weit geht das? Das geht, glaube ich, bis hier hin. Danach ist da nichts mehr, ne? Ich warte mal erstmal noch. Banditen greifen an, das ist hier die Ecke. Ja, passiert ist dadurch, dass hier meine Leute, ne, die Grenze weiter ausbauen. Da gibt es auch noch irgendwelche Diebe in der Ecke. Und das ist das Banditenlager, das uns da immer noch Ärger macht. So, Moment, wo bin ich? Das ist dann aber die andere, Moment, das andere Dorf. Und ich selber komme da so ohne weiteres noch gar nicht hin. Ja, ich könnte meine Leute vielleicht dahin schicken, aber der Weg ist weit. Ne? Ich würde ganz gerne hier noch ein paar Wachtürme hinsetzen.
Und die Wachtürme, die hier sind, dann auflösen, also zumindest ein Teil, und die entsprechenden Leute dann da in der Ecke da unterbringen. Ich glaube, das ist eine gute Vorgehensweise, denke ich mal. So, die maskierten Diebe dritten bis hierhin vor. Wo kommen die denn wieder her? Wahrscheinlich irgendwo hier aus diesem Gebiet. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ah ja, genau. Das war das Problem mit den Banditenlagern. Da haben wir die Geschichte. Hier habe ich jetzt... zehn Veteranensoldaten. Achso, das ist wieder der andere Kollege. Ja. So, diese Fliege ist ziemlich nervig. Ein kleines Vieh, das mir ständig hier um die Nase fliegt. Wachturm. Kommen auf jeden Fall hier noch einen weiteren Wachturm hin. Das klappt auch wegetechnisch ganz gut. So, nee, genau andersrum. So, Moment. Okay, dann sollen da weitere Soldaten ihren Weg hinfinden. Das mit der Schatzkammer sieht schon ganz gut aus. Macht sich das auf bemerkbar? Moment mal, ich habe auch hier die Leute. Macht sich das bemerkbar? 4,1. Ich glaube nicht, ne? War das nicht vorher auch schon 4,1 bei den anderen? Warte, hier. Waldläufer 1,4. Ne, ich glaube nicht. Also noch mehr Kupfer bringt es dann nicht, oder wie, oder was? Nun gut, egal. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich werde nach Möglichkeit, wenn ich das irgendwie hinkriege, dann auf jeden Fall versuchen, entsprechende Schatzkammer für Silbermünzen zu errichten und dann halt, wenn ich entsprechend genügend Silber habe. Alles Aufgaben noch für die Zukunft bis dahin oder bis wir dahin kommen, das wird noch ein bisschen dauern. Ich bedanke mich für euer dabei sein. Ich bedanke mich für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und genießt die Zeit.